Micha. Ist was? In Polen kenne ich Chiropraktiker. Er langt einmal hin und gut ist. Frau Anna. Das hätte ich doch machen können. Kommt gar nicht in die Tüte. Na, Frieda. Geh zu Christian. Vielleicht redet er ja mit dir. Ab. Ab. Liebe Frau Sechting, dieser Brief, den ich nun an Sie schreibe, fällt mir sehr schwer. Ich habe lange überlegt, ob ich diesen Schritt wage. Nachdem meine Mutter gestorben ist, lässt mich der Gedanke nicht los, meine leibliche Mutter kennenzulernen. Falls Sie einem Treffen zustimmen, würde ich mich freuen, wenn Sie mir schreiben oder mich anrufen. Herzliche Grüße. Ines Arnold. Na, Marek, alles klar? Chef, du musst doch nicht alle halbe Stunde herkommen. Hier arbeitet jeder so gut er kann. Na, hoffentlich. Ich mag das schon. Ich bin ja wohl im Weg, was? So sieht's aus.
Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Es ging doch super. Schön dranbleiben. Vielen Dank. Meine Adoptiveltern haben sich aufopfernd um mich gekümmert und mich liebevoll erzogen. Nur habe ich mich all die Jahre gefragt, wer die Person ist, der ich meinen Charakter, mein Temperament und mein Aussehen zu verdanken habe. Ich reib dich ein. Christian. Das hier habe ich im Auto gefunden. Wieso hast du eine Tochter? Das ist eine Verwechslung. Eine Verwechslung? Ja. Der gleiche Mädchenname, Anna Sechting. Ein Missverständnis. Hast du dich mit ihr getroffen? Nein, warum? Ich habe nur vergessen, den Brief wegzuwerfen. Komm, lass uns schlafen. Warst du? Christian, rede mit mir.
Red mit mir. Ist das alles? Es wäre zumindest ein Anfang. Ein schöner Stinkstiefel sein. Nur, dass Sie sich nicht wundern. Johann, das ist unsere Tochter. Und mit denen allen bist du verwandt? Du auch. Kannst du nicht immer weglaufen? Bleib stehen! Du machst mich wahnsinnig! So können wir doch nicht weitermachen! Das sehe ich genauso! Lass mich in Ruhe! Wird alles gut. Der beruhigt sich schon wieder.
ein, Christian. Ich hab's niemals bereut, dich geheiratet zu haben. Aber ich bereue, dass ich dir nicht von meiner Tochter erzählt habe. Und es tut mir entsetzlich leid. Jetzt sind wir eine Familie. Vielleicht kann ich ja mal bei der Ernte helfen. Ja, da musst du Christian fragen. Der stellt die Erntehelfer ein. Klar kannst du mitmachen. Manche der Bäume hier sind über 100 Jahre alt. Kann das sein, dass Sie das mit den Neuseeländer-Sorten nur gesagt haben, damit ich unterschreibe? Das klären Sie am besten mit Ihrer Frau. Und wenn ich nicht drauf reingefallen wäre? Für den Fall hatte ich vorgesorgt. Ich habe Johann versprochen, auf meinen Erbteil an seinen Besitz zu verzichten, damit er Ihnen den Hof zurückgibt. Das hat ihn ziemlich überzeugt. Das hast du gemacht? Typisch. Dann war die Eigentumserklärung ja vollkommen überflüssig.